Willkommen bei Kfz Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Natürlich fragt sich der ein oder andere, warum soll ich den Kfz Fuzzi eigentlich abonnieren? Der macht ja keine Projekte mehr. Wer sagt das? Apropos abonnieren, 71% der Leute, sogar 71,9%, wenn wir genau sind, haben meinen Kanal nicht abonniert. Warum? Warum? Abo kostet nichts, Support ist kein Mord, ihr kennt das Spielchen. Also könnt ihr gerne ein Abo da lassen, Like natürlich auch auf Ehrenbasis, ihr kennt das. Dankeschön. Was machen wir dieses Jahr? Dieses Jahr wird turbulent, sage ich dir. Nicht turbulent, turbulent. Turbulent. Wie ein Turbo. Warum? Wir werden einmal den Lupo fertig machen. Der hat bei YouTube fast die 1 Million Marke geknackt. Geiles Projekt. Einmal, den Lupo werden wir auf 1.8T umbauen. Dann nehme ich euch komplett mit. Da werden sehr viele Fragen natürlich offen bleiben. Ey, Jonas, wie machst du dies oder das? Ich zeige alles. Der Motor kommt hier raus. Hier haben wir einen 1.4er 16V. 105 PS hat das Ganze. Ja, das ist ein originaler GTI, haben wir herausgefunden. Aber hat den 1,4 Liter drin. Der wurde umgebaut auf Automatikgetriebe. Warum auch immer, wissen wir selber nicht. Aber VW hat das bestätigt, das ist 1,6 Liter war, also ein richtiger GTI, den ich sehr, sehr günstig gekauft habe. Eidosch haben wir zusammen gekauft, genau. 1200 Euro für ein GTI, geschenkt. Voll hübsch. Hamsterbacke nennen wir den, liebevoll. So, der wird natürlich umgebaut auf 1.8T GTX Lader mit scharfer Nocken und. Also ich sag euch, die 500 PS ist locker drin mit Low Budget Boost, sag ich mal. Aber Low Budget wäre das Ganze nicht. Das ist natürlich das geilste Projekt, den ich habe. Der Lupo ist eigentlich das, was der Kfz-Fuzzi hier ausmacht. Einfach kranke Projekte. Es gibt natürlich so viele Leute, die kranke Projekte machen. Zum Beispiel Golf 2, Golf 1 auf 1.8T, VA6 Turbo. Aber ganz ehrlich, der Lupo ist für mich viel, viel schöner. Der sieht viel, viel schöner aus. Und dann noch 500 PS auf Vorderachse mit einem GTX 30 Lader. Das wird schon krank. Also für mich der geilste Projekt, den ich persönlich habe. So, dann sagt ihr, nee, der Lupo reicht mir nicht. Dann haben wir natürlich hier unseren Opa Benz Projekt W124, den wir auf 500 umbauen. Ja, das ist der M113 Motor, der schon angepasst wurde. Elektrik auf jeden Fall noch nicht angepasst. Viele fragen natürlich, ey Jonas, wann geht's weiter und so. Ich warte aktuell auf ein Steuergerät und die Antriebswellen. Auf die Sachen warte ich und dann machen wir natürlich weiter. Hier steht das schöne Ding schon und das Projekt wird wir suchen. Ist mein Herzensprojekt, ihr wisst es. Die Leute, die mich folgen, ihr wisst es. Und dieses Projekt wird krank. Ich werde mein Bestes tun, dass das Ding fährt. Und wer die Reihe nicht gesehen hat, müsste sich die Reihe auf jeden Fall anschauen. Die ist geil. Finde ich schön. Dann haben wir unser Audi S3 GTX Lader, der mich schon dreimal verlassen hat, indem er Motorschaden hatte. Eidosch, wie war es nochmal? Drrrt. Genau. Dieses Geräusch gemacht hat und wieder verlassen hat, wieder Motorschaden. Hier haben wir den Audi S3 1.8T bzw. 2.0T. Also der hatte 2 Liter GTX Lader mit 600 PS, den wir haben. Geiles Projekt auf jeden Fall. Da ist Motorschaden, aber dazu habt ihr das Video ja gesehen oder kommt ja. Ich weiß jetzt nicht, wann die Videos jetzt kommen. Fast 30.000 Euro da drin und trotzdem hat das Auto mich arm gemacht. Es ist eine Hassliebe zwischen uns. Mhm. Wir können uns einfach nicht trennen. Kennt ihr das, Hassliebe? Das haben wir hier. Ja. Den werden wir natürlich jetzt komplett auseinanderbauen. Mal schauen, was Sache ist. Reparieren, wenn reparabel ist. Ansonsten neuer Motor rein. Motor verstärken. Gib ihm 1.8T GTX Lader. Und dann, ja, vielleicht 500 PS. Aber den machen wir wieder fertig. Auf jeden Fall. So. Und dann kommen wir zu dem letzten Projekt, den wir aber höchstwahrscheinlich am schnellsten fertig machen werden. Also die Wochen. Das ist der VA6 Cabrio Projekt, den ich habe auf Turbo. VA6, Golf 4, Golf 3 ist ja Mix Cabrio. Das Ganze, den haben wir ja von 1.8er Sauger, haben wir den hier auf 2,8 VA6 umgebaut. Hat uns nicht gereicht und haben das Ganze auf Turbotechnik umgebaut. Jetzt hat er natürlich ein GT30 Garrett Lader drin, also kein X, nur GT30 Garrett Lader drin. Und das Ganze werden wir nochmal auf Turbo umbauen, wird um die 400 PS haben. Ich sag mal vorsichtshalber zwischen 300 und 400 PS.
wird er haben. Den werden wir machen, da wird mir einer natürlich helfen. Ja? Ja. Natürlich habe ich überlegt, mich von diesem Projekt zu trennen, aber dann habe ich doch gesagt, nein. Weil ich möchte den einmal auf VH6 selber genießen. Das heißt, Dach offen, VH6, Turbo, gib ihm. Weil Dach offen, VH6 Sound war schon göttlich. Aber das jetzt mit dem Turbo werden wir nochmal verewigen. Hier brauchen wir nicht mehr viel. Ihr seht ja schon, der Motor ist ja schon komplett drin. Nur was wir haben, genau, Kabelbaum. Hier, da haben wir den neuen Kabelbaum. Hier wird es natürlich sehr, 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 sehr wild. Nee, das ist der neue Kabelbaum. Ja, das ist der neue Kabelbaum, ne? Nee, das ist nicht der neue Kabelbaum. Das ist noch der alte. Den neuen habe ich noch nicht eingebaut. Hier brauchen wir nur noch einen Kabelbaum. Anschließen und das Ding ist eigentlich fertig. Ja, ein bisschen umbauen noch, weil wir wissen immer noch nicht. Behalten wir die originale Ansaugung oder machen wir doch die andere Ansaugung? Da müssen wir noch schauen, was wir machen. Das werde ich, glaube ich, zuerst jetzt fertig machen. Weil er ist ja nicht mehr viel, Eidosch. Das stimmt. Ja. Und der hat einen GSI-Tacho drin. Ach, original das GSI. Ja, ja. Das ist doch das, was Jell gemacht hat, oder? Ja. Schöne Grüße hier an Jell, der dieses Tacho so umgebaut hat. An einem Golf umgebaut mit LED. Das ist ein GSI-Tacho, der angepasst ist auf einem Golf. Das ist alles funktioniert, haben wir schon alles getestet, gibt es sogar ein Video dazu. Also ihr müsst euch vorstellen, hier werden wir einen Golf VH6 Cabrio haben. Haltet euch fest, mit einem GSI-Tacho. Ihr wisst ja, GSI läuft so. Hier digitale Anzeige und dann Drehzahl geht so. Ich habe das Video gesehen gehabt. Ja. Das ist geil. Und das Drehzahl geht so. Dann wissen wir immer, wann der Turbo kommt. So. Auf diesen Tacho freue ich mich. Sehr, sehr gut. Ihr seht schon, dieses Jahr wird turbulent, weil dieses Jahr werden wir diese ganzen Projekte fertig machen. Alle, ihr dürft auch nicht vergessen, ich bin ganz alleine, bin selbstständig und muss noch eine Firma so nebenbei führen. Das heißt, ich versuche mein Bestes, was ich schaffe, dieses Jahr an diesen Projekten fertig zu machen. Wir werden schauen, dass wir vielleicht so, ich sag mal, Februar, Golf 4 Projekt, März, S3 Projekt, BMW 124 können wir mal zwischendurch machen, aber der Lupo wird am meisten Zeit brauchen. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, welches Projekt ihr am meisten feiert oder euer Lieblingsprojekt ist. Das wird mich auch interessieren. So, bleibt gesund und freut euch auf dieses turbulente Jahr. Euer Kfz-Spezialist, bis dann, haut rein. Ciao.